Was geschah mit diesen 100 Harry Potter Figuren nach den Heiligtümern des Todes? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einem interessanten Thema befassen, dem Leben der Charaktere nach dem Ende der Harry Potter Geschichte. Nach der Schlacht von Hogwarts und dem Abschluss der Heiligtümer des Todes haben wir kaum einen Blick darauf geworfen, was im Leben der Figuren geschah, die wir so sehr lieben und in manchen Fällen natürlich auch ein bisschen mehr hassen. Glücklicherweise habe ich dank umfassender Recherche und erweiterter Hintergrundinformationen einige Antworten für euch gefunden. Ohne Umschweife lasst uns direkt loslegen. Lord Voldemort. Ich weiß, was ihr denkt. Ist Voldemort nicht gestorben? Naja, technisch gesehen schon. Seine physische Form wurde zerstört. Aber das bedeutet nicht, dass Voldemort sein wahres Ende gefunden hat. Aufgrund des verfluchten Lebens, das Voldemort gewählt hat, wurde er an einen Ort geschickt, der weder Leben noch Tod repräsentiert. Voldemort hatte seine Seele bei unzähligen Gelegenheiten geopfert und alles unternommen, um sein Ziel der Unsterblichkeit zu erreichen. Während seines Lebens beging Voldemort eine Gräueltat nach der anderen. Er mordete Menschen, um Horcruxe zu erschaffen, und ging sogar so weit, das Blut eines Einhorns zu trinken. Eine Tat von solcher Abscheulichkeit, dass der Trinker dazu verflucht ist, ein elendes Leben zu führen. Voldemorts Seele konnte also nie wirklich zur Ruhe kommen, und für das von ihm gewählte Leben musste er den ultimativen Preis bezahlen, eine Existenz in der Vorhölle. Die Vorhölle wird oft als ein vergessener Ort wahrgenommen, ein Ort, der interessanterweise stark an Voldemorts prägende Jahre erinnert, als er als Baby im Waisenhaus zurückgelassen wurde. Ronald Weasley. Der Epilog enthüllte bereits einiges über Rons Zukunft, insbesondere als gezeigt wird, wie er seine Kinder Rose und Hugo Granger Weasley zusammen mit seiner Frau Hermine Granger auf Gleis 9 3/4 nach Hogwarts schickt. Ron entschied sich nicht nur für eine Ehe mit Hermine, sondern auch für eine Karriere als Auror im Zaubereiministerium. Im Epilog sehen wir Ron und Hermine, wie sie Rose zusammen mit Harrys Sohn Albus nach Hogwarts begleiten. J.K. Rowling äußerte sich zu Rons Beitrag zum Ministerium. Harry und Ron haben die Aurorenabteilung vollständig umgekrempelt, sagt Rowling. Sie sind jetzt Experten. Es spielt keine Rolle, wie alt sie sind oder was sie zuvor gemacht haben. Rowling betonte auch, dass Harry und Ron durch ihren Beitrag dazu beigetragen haben, das Ministerium zu revolutionieren und es zu einem wirklich guten Ort gemacht haben. Sie haben eine neue Welt erschaffen, sagte Rowling. Dennoch blieb Ron nicht dauerhaft im Ministerium, sondern verließ es später, um seinem Bruder George Weasley zu helfen. Es wurde auch bekannt, dass Ron trotz seiner miserablen Fahrkünste schließlich einen Muggelführerschein erwarb, wenn auch unter Anwendung eines Konfundus-Zaubers auf den Fahrlehrer. Hermine Granger. Nach der Schlacht von Hogwarts war Hermines erste Handlung, ihre Eltern zu finden. Falls du dich nicht erinnerst, Hermine musste während des Krieges mit Voldemort eine schwierige Entscheidung treffen. Um ihre Eltern zu schützen, löschte sie ihre Erinnerungen und überzeugte sie, nach Australien zu ziehen. Obwohl dies notwendig war, markierte es einen düsteren Moment in ihrer Geschichte. Mit dem Verschwinden von Voldemort konnte Hermine ihre Eltern aufspüren und ihre zuvor gelöschten Erinnerungen wiederherstellen. Im typischen Hermine-Stil kehrte sie nach Hogwarts zurück, um ihre Newts abzuschließen. Anschließend startete sie ihre berufliche Laufbahn in der Abteilung für Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen. Dort setzte sie sich dafür ein, das Leben von Hauselfen und anderer magischen Wesen zu verbessern. Nach einiger Zeit wechselte sie zur Abteilung für magische Strafverfolgung, wo sie eine bedeutende Rolle bei der Abschaffung der Reinbütergesetze spielte. Während dieser Zeit wurde Hermine und Ron Weasley ein Paar, heirateten und bekamen zwei Kinder. Als ob Hermine in den Jahren nach Hogwarts nicht schon genug erreicht hätte, wurde sie im Jahr 2019 sogar Zaubereiministerin. Hermines Leben nach den Heiligtümern des Todes war zweifellos von Aufregung geprägt. Harry Potter. Im Epilog des letzten Teils erfahren wir, dass Harry Ginny Weasley heiratete und dass sie zwei Söhne, James Sirius und Albus Severus, sowie eine Tochter namens Lily Luna hatten. Im Gegensatz zu Hermine kehrte Harry nie nach Hogwarts zurück, um seine Newts zu beenden. Stattdessen stürzte er sich sofort in seine Karriere als Auror im Zaubereiministerium. Überraschenderweise erreichte Harry im reifen Alter von 26 Jahren die Ehre, den Titel des Chefaurors zu tragen.
Es wurde auch enthüllt, dass Harry neben der Erziehung seiner eigenen Kinder auch viel Zeit mit Teddy Lupin verbrachte, dem verwaisten Sohn von Remus und Tonks. Obwohl Teddy offiziell von seiner Großmutter aufgezogen wurde, half Harry so oft wie möglich. Harry, Ron und Hermine wurden schließlich auf Schokoladenfroschkarten verewigt, um ihre Beiträge zur Zaubergesellschaft zu würdigen. George Weasley. Was mit George geschah, lässt sich am besten von Rowling selbst zusammenfassen. Viele Leser fragen mich, war George in Ordnung? Und natürlich ging es ihm nicht gut, oder? Das ist die Realität. Aber ich glaube, dass er Angelina geheiratet hat, Angelina Johnson, die eigentlich Freds Ex war, hat einiges besser gemacht. Vielleicht ist es ein bisschen ungesund gewesen, aber ich glaube, sie sind glücklich gewesen. So glücklich, wie er ohne Fred sein konnte. Ich glaube, er hat sich wirklich gefühlt, als ist ein Teil von ihm gestorben. Ich glaube nicht, dass George jemals über den Verlust von Fred hinwegkam, was mich sehr traurig macht. Aber er nannte sein erstes Kind und seinen Sohn Fred und er verfolgte eine sehr erfolgreiche Karriere, unterstützt vom guten alten Ron. Ron schloss sich George bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze an, das zu einem enormen Geldbringer wurde. Luna Lovegood. Es stellte sich heraus, dass Luna später in ihrem Leben eine ziemlich berühmte Magizologin wurde. Für diejenigen, die mit diesem Beruf nicht vertraut sind. Ein Magizologe ist ein Zauberer oder eine Hexe, der oder die sich auf die Erforschung magischer Kreaturen spezialisiert hat. Dieser Beruf sollte nicht überraschen, denn Luna zeigt in der Harry Potter Geschichte eine besondere Affinität für magische Geschöpfe, wie sie bei der Einführung von Harry zu den Testralen im Orden des Phönix gezeigt wurde. Der vielleicht bekannteste Magizologe ist Newt Scamander, der fantastische Teewesen und wo sie zu finden sind, verfasst hat. Interessanterweise heiratete Luna später Rolf Scamander, den Enkel von Newt. Es wurde berichtet, dass Luna sich für ihre Hochzeit in der typisch exzentrischen Luna-Mode kleidete, mit einem Regenbogenkleid und einer Tiara mit Einhörnern. Später, irgendwann zwischen den Jahren 2008 und 2014, bekam das Paar zwei Söhne, Lawson und Lysander. Auch als Erwachsene blieb Luna eng mit Harry, Ron und Hermine befreundet. Tatsächlich beeindruckte Luna Harry so sehr, dass er seine Tochter Lily Luna nannte, nach seiner Mutter und natürlich nach Luna, eine echte Ehre. Rowling zufolge hat sich Luna nie verändert, sie ist in ihrer schrulligen, liebenswerten Art treu geblieben und ich denke, das haben wir uns alle erhofft. Hagrid. Es stellt sich heraus, dass Hagrid einfach weiterhin seinen gewohnten Aufgaben in Hogwarts nachging. Das Einzige, was Hagrid mehr liebte als die Schule, war seine Passion für magische Geschöpfe. Dies erklärt, warum er sich dafür entschied, weiterhin als Professor für die Pflege magischer Geschöpfe an der Schule zu arbeiten. Im Epilog von Harry wird Hagrid auch erwähnt, als Harry mit seinem Sohn Albus spricht. Tschüss, sagte Harry, als sein Sohn ihn umarmte. Vergiss nicht, dass Hagrid dich für nächsten Freitag zum Tee eingeladen hat. Der Epilog von Harry Potter gewährt uns einen Einblick in die Zukunft. Es ist das Jahr 2017 und Hagrid ist 89 Jahre alt. Doch dank der Langlebigkeit der Zaubererwelt ist anzunehmen, dass Hagrid noch immer sehr agil und aktiv ist. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit in Hogwarts wird vermutet, dass Hagrid zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Beziehung zu Madame Maxime hatte. Allerdings erwies sich ihre Verbindung schließlich als zu unterschiedlich, um dauerhaft zu funktionieren. Draco Malfoy. Es wurde ausführlich auf Pottermore über Dracos Leben nach Hogwarts und seine allgemeine Entwicklung berichtet. Die größte Enthüllung war, dass er weniger ein Fanatiker des reinen Blutes wurde. Die Ereignisse in Dracos späten Teenagerjahren haben sein Leben für immer verändert. Die Überzeugungen, mit denen er aufgewachsen war, wurden auf erschreckende Weise in Frage gestellt. Er hatte Terror und Verzweiflung erlebt, seine Eltern für ihre Treue leiden sehen und miterlebt, wie alles, woran seine Familie geglaubt hatte, in sich zusammenfiel. Nach den Ereignissen des Zweiten Zaubererkrieges fand Lucius seinen Sohn liebevoll wie eh und je, aber er weigerte sich, der alten Linie des reinen Blutes zu folgen. Draco heiratete die jüngere Schwester eines Slytherin-Kollegen, Astoria Greengrass, die eine ähnliche, wenn auch weniger gewaltsame und belästigende Wandlung von den Idealen der Reinblütigkeit zu einer toleranteren Lebensauffassung durchgemacht hatte. Diese Verbindung wurde von Narcissa und Lucius als eine Art Enttäuschung empfunden, da Astoria sich weigerte, ihren Enkel Scorpius im Glauben zu erziehen, dass Muggel Abschaum seien. Familientreffen waren daher oft von Spannungen geprägt. Außerdem wurde er anscheinend etwas milder und führte ein Leben der Muße, anstatt die Kräfte des Lichtes zu stürzen oder die Herrschaft über die Muggel zu erlangen, wie es Lucius getan hätte.
Ich stelle mir vor, dass Draco aufgewachsen ist, um eine abgewandelte Version der Existenz seines Vaters zu führen, unabhängig und wohlhabend, ohne die Notwendigkeit zu arbeiten. Draco bewohnt mit seiner Frau und seinem Sohn das Malfoy-Anwesen. Wie bereits erwähnt, hatte das Paar ein Kind, Scorpius Malfoy, der zur gleichen Zeit wie Albus Severus Potter Hogwarts besuchte. Eine tragische Wendung der Ereignisse führte dazu, dass Astoria recht jung starb. Sie wurde Opfer eines blutigen Familienfluches. So blieb Draco ein alleinerziehender Vater, der seinen Lebensabend größtenteils allein verbrachte. Filius Flitwick. Filius Flitwick, der ortsansässige Zauberexperte und Meister im Duellieren von Hogwarts, spielte eine entscheidende Rolle dabei, während der großen Schlacht am Ende des Zweiten Zaubererkrieges viele der wirksamsten Verteidigungszauber am Hogwarts zu wirken. Diese Verteidigungszauber hielten die Todesser für eine beträchtliche Zeit in Schach. Ohne sein umfassendes Wissen über Zaubersprüche hätte der Verlauf der Schlacht möglicherweise anders ausgesehen, da die guten Zauberer und Hexen nicht so gut vorbereitet gewesen wären. Flitwick wird als einer der talentiertesten Lehrer für Zauberei betrachtet, die je in Hogwarts unterrichtet haben. Nach der Schlacht setzte er seine Amtszeit als Zaubermeister fort, indem er mit Fleiß die nächsten Generationen von Hexen und Zauberern in diesem Fach unterrichtete. Dolores Umbridge. Umbridge ist wohl die schlimmste Figur in der gesamten Harry Potter Geschichte und erlangt eine gewisse Berühmtheit, als sie Hogwarts infiltriert und das Leben in der Schule zur Hölle macht. Das ändert sich, als sie von Harry und Hermine mit einem Trick dazu gebracht wird, in den verbotenen Wald zu gehen, um dort auf eine Horde wütender Zentauren zu treffen, die sie mitnehmen. Danach wird sie von Dumbledore gerettet und von ihrem Posten als Schulleiterin entlassen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass Voldemort tatsächlich zurückgekehrt war. Erstaunlicherweise findet Umbridge aber immer noch einen Job, nachdem sie Hogwarts verlassen hat. Das Ministerium nimmt sie wieder auf, in den früheren Funktionen als Untersekretärin des Zaubereiministers. Zu diesem Zeitpunkt hat das Ministerium einen neuen Minister, Rufus Skimgore. Trotz eines kurzen Auftritts bei Dumbledores Beerdigung hören wir das nächste Mal von Umbridge im Jahr 1997, nach der Übernahme des Zaubereiministeriums durch Voldemort. Zusätzlich zu ihrer Hauptposition als Untersekretärin wird Umbridge Leiterin der Regierungskommission für Muggelgeborene, wo sie Prozesse führt, die eigentlich der Verfolgung von Muggelgeborenen dienen sollten. Danach taucht Umbridge in der Geschichte nicht mehr viel auf, denn es gibt größere Probleme in der Zaubererwelt, Lord Voldemort. Mit Voldemort letztendlich im Sturz gerät das Ministerium wieder unter die Kontrolle normaler Hexen und Zauberer und vertreibt alle Anhänger Voldemorts aus ihren Machtpositionen, darunter natürlich auch Umbridge. Das Zaubereiministerium wird im Wesentlichen unter der Leitung eines neuen Ministers für Zauberei reformiert. Im vollen Bewusstsein der Verbrechen, die sie während Voldemorts Regime begangen hatte, wird Umbridge verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und zu einer lebenslangen Haftstrafe in der Inselfestung Azkaban verurteilt, wo sie ihren Lebensabend verbringt. Cornelius Fudge. Cornelius Fudge war der 32. Zaubereiminister und diente von 1990 bis 1996, also fast die gesamte Zeit, in der Harry Hogwarts besuchte. Fudge zeigte während seiner Amtszeit einige äußerst fragwürdige Verhaltensweisen, wobei die bedenklichste darin bestand, dass er hartnäckig die Rückkehr Voldemorts leugnete. Dies führte dazu, dass Fudge sich in verschiedene Angelegenheiten der Zaubererwelt einmischte, einschließlich der Leitung von Hogwarts. Als schließlich bewiesen wurde, dass Voldemort tatsächlich zurückgekehrt war, kostete dies Fudge seinen Job und Rufus Skimgore übernahm seine Position. Zu diesem Zeitpunkt schien Fudge jedoch nicht vollständig aus dem Ministerium aus, da er weiterhin eine beratende Funktion innehatte. Er übermittelte dem Muggel-Premierminister Nachrichten über den Zweiten Zaubererkrieg, wenn Skimgore gerade dazu nicht in der Lage war. Nach Kriegsende wurde Fudge auch von diesem Posten entbunden. Das Schicksal von Fudge entsprach genau dem, was zu erwarten war, wenn man einer törichten und unfähigen Person zu viel Macht gibt. Am Ende wurde er von der Öffentlichkeit verachtet, war arbeitslos und lebte den Rest seines schändlichen Lebens abseits des Rampenlichts. Gilderoy Lockhart. In der Kammer des Schreckens steigen Ron und Harry mit Lockhart in die Kammer und das ist der Punkt, an dem die Dinge wirklich schief gehen. In der Hoffnung, die Situation in den Griff zu bekommen, schnappt sich Lockhart Rons zerbrochenen Zauberstab und versucht, einen Gedächtniszauber auf sie anzuwenden. Da der Zauberstab jedoch einmal kaputt war, wirkte der Zauber auf Lockhart zurück. Der fehlerhafte Zauberstab ließ ihn in einen Trümmerhaufen fliegen und führte dazu, dass er alle seine Erinnerungen verlor. Komplette Amnesie also. Er war nicht mehr der tapfere Trollbezwinger und Drachenbändiger. Er wusste nicht einmal mehr, wer er war.
Lockhart wurde später von Fox gerettet und in McGonagalls Büro gebracht, wo dem Personal und den Schülern klar wurde, dass Lockhart völlig den Verstand verloren hat. Dumbledore wies Ron an, ihn in den Krankenflügel zu bringen. Nach sorgfältiger Untersuchung wurde entschieden, dass Lockhart in seinem Zustand nicht in der Lage war, in der Gesellschaft zu funktionieren. Und er wurde daraufhin ins St. Mungos Hospital für magische Krankheiten überwiesen. Eine Station für Menschen, die an permanenten Zauberschäden leiden. An Weihnachten 1995 sahen Harry, Ron, Hermine und Ginny Lockhart dort. Er hatte gerade genug Gedächtnis zurückgewonnen, um sich an das Schreiben in Schreibschrift zu erinnern. Traurigerweise bekam Lockhart nie viele Besucher. Obwohl Lockhart sich nie wieder vollständig erholte, gab er bis zum Ende seiner Tage Autogramme. Und es wurde behauptet, dass er auf diese Weise glücklicher war. Glückselig, unwissend, aber mehr als glücklich, die Früchte seines berühmten Ruhmes zu ernten. Bis zum heutigen Tag weiß niemand, ob er St. Mungus jemals richtig wieder verlassen hat. Filch. Argus Filch, ein Squib, übernahm 1968 die Position des Hausmeisters von Hogwarts. In den Büchern und Filmen bereitet Filch dem Trio und auch vielen anderen eine Menge Kummer. Aber während der Schlacht von Hogwarts überwachte er schnell die sichere Evakuierung der meisten Schüler von der Schule. Obwohl er möglicherweise schlecht gelaunt und verbittert war, nahm Filch seine Aufgabe in der Schule sehr ernst. Daher wird es nicht überraschen, dass er auch nach dem Ende des Krieges weiterhin seine Position als Hausmeister innehatte. Unmittelbar nach der Schlacht wurde Filch beim Fegen in der Nähe der großen Halle gesehen. Wahrscheinlich bestraft Filch auch heute noch Schüler und hat Auseinandersetzungen mit Peeves. Ollivander. Garrick Ollivander betrieb Ollivanders Zauberstabladen in der Winkelgasse. Einer der ersten Anlaufpunkte von Harry, bevor er sein erstes Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei begann. Ollivander revolutionierte die Kunst der Zauberstabherstellung und bevor er das Geschäft seines Vaters übernahm, war es üblich, dass Zauberer eine breite Palette von Zauberstabkernen verwendeten. Während des Zweiten Zaubererkrieges wurde Ollivander gefoltert, vielleicht mehr als jeder andere. Das resultierte aus Ollivanders umfassendem Wissen über Zauberstäbe und Voldemorts Besessenheit vom Elderstab. Nach einer Genesungszeit in Shell's Cottage begab sich Ollivanders zu Muriels Haus, wo er bis zum Ende des Krieges blieb. Glücklicherweise erholte sich Ollivander vollständig und kehrte kurz nach Voldemorts Tod in seinen Zauberstabladen zurück. Er stand künftigen Hexen und Zauberern noch jahrzehntelang zur Verfügung. Kingsley Shacklebolt. Kingsley Shacklebolt war ein britischer Reinblutzauberer, Mitglied des Ordens des Phönix, ein mächtiger Auror und später Zaubereiminister. Kingsley schloss sich dem Orden des Phönix während des späteren Verlaufs des Zweiten Zaubererkrieges an und spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Voldemort und die Todesser während und nach dem Krieg. Er trug dazu bei, Gefangennahme und Inhaftierung von Todessern sowie Anhängern Voldemorts nach dessen Niederlage zu überwachen. Nachdem sich der Staub des Krieges gelegt hatte, wurde Kingsley zum 35. offiziellen Zaubereiminister ernannt. In seiner Amtszeit trug er dazu bei, das Ministerium von Korruption zu befreien, verbot die Bewachung von Azkaban durch Dementoren, ernannte Harry zum Leiter der Aurorenabteilung und kämpfte gemeinsam mit Hermine gegen pro-reinblütige Ansichten. Pomona Sprout. Pomona Sprout war eine britische Hexe, die über viele Jahre hinweg in Hogwarts unterrichtete. Sie bekleidete sowohl die Position als Lehrerin des Hufflepuff-Hauses als auch Leiterin der Abteilung für Kräuterkunde. Pomona spielte eine bedeutende Rolle im Beitrag der Guten im Kampf gegen die Todesser während der Schlacht von Hogwarts. Nach dem Krieg setzte Sprout ihre Lehrtätigkeit an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei fort und unterrichtete weiterhin das Fach Kräuterkunde. Im Jahr 2008 erhielt sie Unterstützung von ihrem ehemaligen Schüler Neville Longbottom, der an ihrer Seite unterrichtete. Arthur und Molly Weasley. Beginnen wir mit Molly. Mollys heldenhafte Taten während des Zweiten Zaubererkrieges brachten ihr einen ausgezeichneten Ruf ein. Sie wurde als die Hexe bekannt, die die berüchtigte Todesserin Bellatrix Lestrange besiegt und tötete. Arthur setzte seine Arbeit für das Zaubereiministerium fort und engagierte sich für die Verbesserung der Rechte der Muggel, wobei er von Kingsley Shacklebolt unterstützt wurde. Ansonsten verbrachten Molly und Arthur den Rest ihrer Tage in Frieden und genossen die Gesellschaft ihrer dutzenden Enkelkinder. Percy Weasley. Obwohl Percy in den meisten Büchern und Filmen einen eher zweifelhaften Weg eingeschlagen hatte, versöhnte er sich schließlich mit seiner Familie während der Schlacht von Hogwarts. Percy überlebte die Schlacht, war aber wie der Rest seiner Familie vom Tod seines Bruders Fred betroffen. Nach dem Krieg kehrte Percy als hochrangiger Beamter unter dem neuen Zaubereiminister Kingsley Shacklebolt ins Ministerium zurück.
Er heiratete eine Frau namens Audrey und bekam zwei Töchter, Molly und Lucy. Molly wurde natürlich nach seiner Mutter benannt. Aberforth Dumbledore. Aberforth Dumbledore war ein britischer Halbblutzauberer, der ältere Bruder von Ariana Dumbledore, der jüngere Bruder des Schulleiters von Hogwarts Albus Dumbledore und der Sohn von Kendra und Percival Dumbledore. Aberforth hatte ein schlechtes Verhältnis zu seinem Bruder, da sie beide in das Dreierduell mit Grindelwald verwickelt waren, das zu ihrem Tod der Schwester führte. Der Tod von Ariana beendete im Grunde ihre Beziehung, da Aberforth Albus für ihren Tod verantwortlich machte. Obwohl Albus und Aberforth Brüder waren und altersmäßig recht nahe beieinander lagen, waren sie doch immer sehr verschieden. Rowling rückt Aberforth in ein interessantes Licht, vielleicht um für mehr Tiefe zu sorgen. Im Feuerkelch wird kurz erwähnt, dass Aberforth eine etwas ungewöhnliche Beziehung zu seinen Ziegen hat. In der Tat wurde er sogar angeklagt für die angeblichen Dinge, die er mit Ziegen tat. Was genau er mit den Ziegen machte, wurde nie verraten. Aber was wir über diesen eigenwilligen Zauberer wissen, und das sollte einen nicht überraschen, ist, dass er sich nach dem Krieg zurückzog und den Rest seiner Tage mit der Pflege seiner Ziegen verbrachte. Niemand weiß sicher, ob Aberforth seinem Bruder Albus wirklich jemals für die Rolle in dem Duell, das er gespielt hat, vergeben hat, aber ich glaube gerne daran. Fleur Delacour. Fleur Delacour war eine französische Hexe, geboren im Jahr 1977. Fleur wurde erstmals im Feuerkelch im Zusammenhang mit dem Trimagischen Turnier eingeführt und die Aufmerksamkeit richtete sich auf sie, als sie ihre Schule Beauxbatons als Siegerin vertrat. Kurz nach den Ereignissen des Trimagischen Turniers im Sommer 1995 nahm Fleur eine Stelle in Gringotts an, um ihr Englisch zu verbessern. Dort lernte sie einen der älteren Weasley-Kinder, Bill, kennen, der als Flugbrecher dort arbeitete. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und begannen fast sofort miteinander auszugehen, bis Bill ihr schließlich einen Antrag machte. In der Geschichte heirateten die beiden, aber es scheint, als würde die Zaubererwelt genau zu diesem Zeitpunkt gerade auseinanderbrechen. Es dürfte nicht überraschen, dass Bill und Fleur nach ihrer Heirat auch eigene Kinder bekamen. Fleur wurde Mutter von drei Kindern, Victoria, Louis und Dominique Weasley, und vergrößerte damit den ohnehin schon produktiven Weasley-Clan noch weiter. Obwohl Bill den Krieg überlebte und seine schweren Verletzungen durch den berüchtigten Werwolf Henry Greyback vermied, wurde bekannt, dass er eine Vorliebe für sehr blutige Steaks entwickelte. Seamus Finnegan. Seamus Finnegan war ein irischer Halbblutzauberer, der im Jahr 1980 geboren wurde. Sein Vater war ein Muggel, während seine Mutter eine Hexe war. Seamus war Mitglied des Gryffindor-Hauses und teilte den Gemeinschaftsraum mit dem Trio. Er tauchte immer wieder als Nebenfigur in der gesamten Geschichte auf, beginnend im ersten Buch. Während der Schlacht von Hogwarts half Seamus so gut er konnte und überlebte den Krieg glücklicherweise. Unmittelbar nach dem Ende der Schlacht wurde er mit Dean Thomas und Aberforth Dumbledore zusammengesehen. Obwohl diesem Kanon nicht bestätigt wurde, stelle ich mir gerne vor, dass Seamus nach dem Krieg eine Karriere im Bereich der Pyrotechnik anstrebte. Der junge Ire hatte ein Händchen dafür, Dinge in die Luft zu jagen, und vielleicht fand er seine Bestimmung in der magischen Feuerwerkskunst, wer weiß. Minerva McGonagall. Minerva McGonagall wurde 1935 als schottische Halbbluthexe geboren, als Tochter von Robert McGonagall und Isobel Ross. Nach den chaotischen ersten Jahrzehnten ihres Lebens, die von familiären Problemen und Liebeskummer geprägt waren, fand sie sich schließlich an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wieder, der Schule, die sie selbst in ihrer Jugend besucht hatte. McGonagall ist bekannt als strenge, aber faire Verwandlungsprofessorin. Sie wies Ron und Harry oft zurecht, wenn sie zu spät kamen, war jedoch auch die erste Person, die sich vor ihre Schüler stellte und sie verteidigte, wenn etwas schief lief. McGonagalls Loyalität gegenüber Hogwarts führte dazu, dass sie nach Dumbledores Tod und Snapes Vertreibung von der Schule den Titel der Schulleiterin erhielt. Während der letzten Schlacht spielte sie eine entscheidende Rolle in der Verteidigung von Hogwarts, was sie glücklicherweise überlebte. Nach dem Ende des Krieges wurde ihr der Orden des Merlins von Zaubereiminister Kingsley Shacklebolt verliehen, als Anerkennung für ihre Loyalität zum Orden des Phönix. Nachdem die Schule die Zerstörung überwunden hatte, kehrte McGonagall in ihre Position als Schulleiterin von Hogwarts zurück und blieb in dieser Funktion mindestens bis zum Schuljahr 2022. Es bleibt jedoch unklar, ob sie immer noch in dieser Rolle ist. Narcissa und Lucius Malfoy. Lucius Malfoy und Narcissa Malfoy waren die voreingenommenen, reinblütigen, extremistischen Eltern des sekundären und manchmal primären Antagonisten Draco Malfoy. Lucius, trotz seines Engagements für den Dunklen Lord, war als wehleidiger Feigling bekannt.
ähnlich wie Peter Pettigrew war er demjenigen loyal, der in seinen Augen die Macht verkörperte. Nach dem Ende der Schlacht von Hogwarts, in der Voldemort besiegt wurde, verloren die Malfoys die Schutzhülle, die mit ihrer Verbindung zu ihm einherging. Ihr Schicksal hing nun allein von den Guten, dem Rest der Zaubererwelt, ab. Als es danach aussah, dass Voldemorts Regime zusammenbrach, verließen die Malfoys beschämt das Gelände von Hogwarts. Es scheint, dass Lucius und seine Familie nach den Ereignissen in den Heiligtümern des Todes der Bestrafung entgingen, indem sie Informationen, Namen und so weiter über die überlebenden Todesser preisgaben. Das Zaubereiministerium, das zu dieser Zeit im Auflösungsprozess war, war mehr als bereit, auf das Angebot einzugehen. Nach ihrer Begnadigung hielten sie sich relativ bedeckt. Obwohl sie nicht mehr offen böse waren, blieben sie vielen ihrer Überzeugungen treu und waren wenig tolerant gegenüber Muggeln oder Halbblütern. Die beiden äußerten auch Kritik gegenüber Draco und seiner Frau, da diese ihren Enkel Scorpius mit einer toleranteren Weltanschauung aufzogen. Cormac McLaggen. Cormac McLaggen war ein britischer Reinblutzauberer, der 1979 geboren wurde und wahrscheinlich am besten für sein pompöses Auftreten bekannt ist. McLaggen war ein Gryffindor-Mitschüler, nur ein Jahr über Harry, und war auch Mitglied des Slugclubs von Slughorn. Wie die meisten Gryffindors nahm auch McLaggen an der Schlacht des Zweiten Zaubererkrieges teil und kämpfte an der Seite der Verteidiger von Hogwarts. McLaggen überlebte die Schlacht und niemand weiß, was nach dem Krieg mit ihm geschah. Trotz McLaggens Arroganz, die sich durch den größten Teil der Geschichte zog, muss man ihm zugutehalten, dass er in der letzten Schlacht eine bedeutende Rolle spielte. Er übernahm die Führung und zeigte großen Mut. Vielleicht ist McLaggen doch nicht so böse gewesen, beziehungsweise so arrogant oder schlecht gewesen. Gwarp. Gwarp, ein kleiner Riese und Hagrids Halbbruder, wird uns erstmals vorgestellt, als Hagrid das Trio in den verbotenen Wald bringt, um sie einander vorzustellen. Hagrid entdeckte seinen Bruder Gwarp, als er 1995 im Auftrag von Albus Dumbledore eine Reise zum Stamm der Riesen unternahm. Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass Gwarp tatsächlich die Schlacht von Hogwarts überlebt hat. Unmittelbar nach dem Sieg konnte man sehen, wie sie feierten und lachten, während Studenten ihm Essen in den Mund warfen. Obwohl er in der Schlacht nicht als das Opfer aufgeführt wurde, gibt es keine endgültige kanonische Antwort darauf, was mit Gwarp nach der Schlacht passiert ist. Ich habe jedoch eine konservative Theorie gefunden. Nachdem Umbridge aus Hogwarts entlassen worden war, entschieden Dumbledore und Hagrid, dass es am besten wäre, Gwarp in eine Höhle in den Bergen bei Hogsmeade zu schicken. Es stellte sich heraus, dass es Gwarp in der Höhle sehr gefiel, und er zog sie dem Wald vor, in dem er zuvor gelebt hatte. Während Gwarp aus seiner Berghöhle auftauchte, um in der Schlacht von Hogwarts zu kämpfen, glaube ich, dass er nach der Schlacht einfach dorthin zurückkehrt, um dort zu leben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Gwarp im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als Hagrid ihn zum ersten Mal fand, erheblich weiterentwickelt und zeigte sogar menschliche Gefühle wie Glück und Freude. Rita Kimcorn. Die britische Hexe Rita Kimcorn, eine äußerst hinterlistige Journalistin, erlangte ihren berüchtigten Ruf durch die Veröffentlichung von Verleumdungsartikeln voller Fehlinformationen für den Tagespropheten. Niemand war vor ihren giftigen Artikeln sicher, selbst Albus Dumbledore nicht, der einmal bemerkte, dass Kimcorn bezaubernd böse sei. Wir müssen nicht spekulieren, was mit Kimcorn passiert ist, denn Rowling hat dies in Interviews bereits mehrmals angesprochen. Was könnte Rita natürlich davon abhalten, weiter zu berichten? Nichts. Ich stelle mir vor, dass sie sofort nach Voldemorts Niederlage eine Biografie über Harry verfasst hat. Ein Viertel Wahrheit, zu drei Vierteln Blödsinn natürlich. Es wurde enthüllt, dass sie auch Biografien bzw. Abhandlungen über Severus Snape und Newt Scamander verfasste. Diese Arbeiten trugen die Titel Snape, Schurke oder Heiliger und Mensch oder Monster, die Wahrheit über Newt Scamander. Im Wesentlichen lebte Rita ihre Tage als Rita weiter und arbeitete weiterhin erfolgreich als Reporterin und Autorin. Horace Slughorn. Slughorn ist ein britischer Zauberer mit einer langen Geschichte in Hogwarts. Er war Leiter des Hauses Slytherin, Professor für Zaubertränke und sogar der offizielle Gastgeber des Slugclubs. Slughorn erzählte Tom Riddle von Horcruxen, und seine Furcht, dass Dumbledore dies herausfinden könnte, führte zu seinem vorübergehenden Rücktritt in dieser Position. Später kehrte Slughorn jedoch nach einer kurzen Pause an die Schule zurück und setzte seine Arbeit als Professor für Zaubertränke fort. Slughorn spielte eine wichtige Rolle im Zaubererkrieg und kämpfte tapfer in der letzten Schlacht an der Seite der Schüler und Kollegen. Glücklicherweise überlebte er und setzte seine Arbeit in Hogwarts fort, wo er als Leiter von Slytherin fungierte und die Sortierzeremonie für die Erstklässler überwachte. Irgendwann vor 2016 ging Slughorn in den wohlverdienten Ruhestand und erhielt die Ehre, ein Porträt von sich selbst im Gemeinschaftsraum von Slytherin zu haben. Dean Thomas.
Dean Thomas war ein englischer Halbblutzauberer, der 1980 als Sohn eines Zauberers und einer Muggelmutter geboren wurde. Dean, ein Gryffindor-Schüler im gleichen Jahr wie Harry Potter, taucht häufig in der Harry Potter-Geschichte auf. Es überrascht daher nicht, dass er tapfer an der Seite seiner Verbündeten in der Schlacht von Hogwarts kämpfte, die er auch glücklicherweise überlebte. Was geschah mit ihm nach der Schlacht? Unmittelbar danach wurde er neben Seamus Finnegan und Aberforth Dumbledore in der großen Halle gesehen. Und darüber hinaus gibt uns der Kanon leider keine Informationen. Aber wenn ich spekulieren müsste, könnte Dean eine Karriere als Künstler verfolgen. Diese Annahme basiert auf seinem Verlauf der Geschichte und die gezeigten Vorlieben, die er hatte für Kunst und dem Hinweis, dass er ziemlich geschickt mit einer Feder umgehen kann. Charlie Weasley. Obwohl Charlie in den Filmen nicht auftaucht, war er bei der Schlacht von Hogwarts anwesend und überlebte diese auch. Charlie heiratete nie und hatte auch keine Kinder, aber er verbrachte seine Zeit gerne mit seinen zahlreichen Geschwistern, Nichten und Neffen. Als naturverbundener Typ mit einer Vorliebe für Drachen war Charlie mehr mit seinem Handwerk als mit der Damenwelt beschäftigt. Offenbar begann im Sommer 2014 die neugierige Journalistin Rita Kimcorn sein langes Zölibat in Frage zu stellen. Etwas, das sie natürlich nichts anging, aber worüber sie trotzdem schrieb, wie wir sie kennen. Sybil Trelawney. Sybil Trelawney, Professorin für Wahrsagerei in Hogwarts, kämpfte tapfer in der Schlacht von Hogwarts und verteidigte mutig ihre Freunde, ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage. Glücklicherweise überlebte Trelawney den Kampf und setzte ihre Lehrtätigkeit bis weit in die 2010er Jahre fort, wobei sie ihre Tradition beibehielt, den Tod ihrer Schüler vorherzusagen. Im Jahr 2020 veröffentlichte Trelawney ein Buch mit dem Titel »Meine Augen und wie man an ihnen vorbeisieht«, ein Werk, das Hermine Granger in ihrem Büro im Zaubereiministerium im Regal stehen hatte. Firenze. Firenze war ein Zentaur und Mitglied der Zentaurenkolonie im Verbotenen Wald. Er erlangte besondere Bekanntheit, als er Harry im ersten Schuljahr im Stein der Weisen rettete. Nachdem Sybil Trelawney von Dolores Umbridge entlassen wurde, übernahm Firenze vorübergehend ihren Posten als Professor für Wahrsagerei. Obwohl Trelawney später ihre Position an der Schule zurückgewann, blieb Firenze und die beiden unterrichteten das Fach gemeinsam. Firenze beteiligte sich aktiv am Kampf gegen die Todesser während des Zweiten Zaubererkrieges und erlitt schließlich schwere Verletzungen. Glücklicherweise überlebte er aber seine Verletzungen. Nach dem Ende der Schlacht wurde Firenze wieder in der Zentaurenkolonie willkommen geheißen, wo man gezwungen war anzuerkennen, dass er seine pro-menschlichen Neigungen nicht schändlich, sondern ehrenhaft waren. Firenze verbrachte seine restlichen Tage damit, an der Seite von Trelawney Wahrsagerei zu unterrichten. Oliver Wood. Oliver Wood besuchte Hogwarts von 1987 bis 1994 und ist vor allem für seine leidenschaftliche Liebe zum Quidditch bekannt. Während seiner Schulzeit war Wood sowohl Torwart als auch Kapitän des Gryffindor Quidditch Teams und erlangte aufgrund seiner Entschlossenheit und Fähigkeit auf dem Spielfeld Bekanntheit. Wood schloss sein Studium in Hogwarts vor Harry und vielen anderen Hauptfiguren der Geschichte ab und schloss sich einer professionellen Quidditch-Mannschaft an. Dennoch kehrte Wood im Jahr 1998 nach Hogwarts zurück, um im Kampf gegen Voldemort und die Todesser zu unterstützen. Er kämpfte tapfer und trug dazu bei, die Leichen der Verstorbenen in die große Halle zu bringen. Glücklicherweise überlebte Woods die Schlacht und widmete den Rest seiner Tage seiner wahren Berufung, dem Profi-Quidditch. Madame Maxime. Madame Maxime war eine französische Hexe und Schulleiterin von Beauxbatons. Obwohl sie aufgrund ihrer imposanten Erscheinung und ihrer Rolle als Schulleiterin von Beauxbatons bekannt war, ist sie vielleicht am besten für ihre Beziehung zu Hagrid bekannt. Trotz anfänglicher Andeutungen im Buch über eine mögliche romantische Beziehung zwischen den beiden, wurde diese Beziehung nicht weiter behandelt. Maxime fand Hagrid süß, aber sie war kultivierter als er und das störte sie. Somit endete ihre Beziehung und Maxime setzte ihre Rolle als Schulleiterin von Beauxbatons fort. Obwohl wir nicht viel über Maximes späteres Leben wissen, bleibt festzuhalten, dass sie weiterhin als Schulleiterin an Beauxbatons tätig war. Bill Weasley. Bill Weasley war das erste und älteste Kind der Weasley-Familie. Obwohl er den Krieg und die vielen Schlachten überlebte, wurde er einmal von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback schwer verletzt. Glücklicherweise verwandelte er sich nicht in einen Werwolf, aber es wurde berichtet, dass er eine sehr große Vorliebe für sehr blutige Steaks entwickelte. Nach dem Krieg bekamen Bill und seine Frau Fleur, die er 1997 heiratete, drei Kinder: Victoria, Dominique und Louise. Pansy Parkinson.
Pansy Parkinson war eine Slytherin-Hexe im gleichen Schuljahr von Harry Potter in Hogwarts. In der letzten Schlacht des Zweiten Zaubererkrieges sprach sich Pansy dafür aus, Harry Potter an Lord Voldemort auszuliefern. Das kam jedoch bei vielen Mitschülern nicht so gut an und sie erhoben ihre Zauberstäbe gegen sie, um Harry zu verteidigen. Es ist wenig darüber bekannt, was nach dem Zweiten Zaubererkrieg oder in ihrem späteren Leben mit Pansy geschah. Wir wissen jedoch, dass sie den Kontakt zu Draco Malfoy verloren hat. J.K. Rowling sagte in einem Interview, dass Pansy Draco letztendlich nicht heiratete, weil sie sie immer gehasst hat. Ich verabscheue Pansy Parkinson. Ich liebe Draco nicht, aber sie mag ich wirklich nicht. Sie ist jedes Mädchen, das mich in der Schule gehänselt hat. Sie ist die Anti-Hermine. Ich verabscheue sie. Tante March. March Dursley war eine englische Muggelin und die Schwester von Vernon Dursley. March war eine äußerst unangenehme Frau und du erinnerst dich vielleicht an einen bestimmten Besuch bei den Dursleys, den Harry nicht mehr ertragen konnte. Nachdem sie schlecht über Harrys Eltern gesprochen hatte, brachen Harrys magische Fähigkeiten ungewollt in Form eines nonverbalen Aufblaszaubers aus, was dazu führte, dass sich Marges Körper aufblähte. Dadurch schwebte sie zur Decke. March wurde später durchbohrt und ihr Gedächtnis wurde von einer Truppe für unbeabsichtigte Zauberei des Zaubereiministeriums verändert. Nach diesem Vorfall luden die Dursleys March nie wieder zu sich ein und Harry sah sie auch nie wieder. Die Patil-Zwillinge. Sowohl Padma als auch Parvati waren aktiv an der Schlacht von Hogwarts beteiligt und keine von ihnen wurde unter den gefallenen 50 aufgeführt, den 50 Opfern im Kampf gegen Lord Voldemort und seine Todesser. Daher wissen wir sicher, dass sie die Schlacht überlebt haben. Es gibt aber leider nur sehr wenige Informationen über ihr späteres Leben. Ginny Weasley. Es sollte wohl niemanden überraschen, dass Ginny am Ende keinen anderen als Harry Potter heiratete. Sie war jahrelang in ihn verliebt und obwohl die Filme diese Beziehung nicht besonders gut darstellten, waren sie doch dazu bestimmt. Der Epilog des Films gibt uns einen kleinen Einblick in die Frau, die Ginny werden würde. Man sieht sie, wie sie ihre drei Kinder auf Gleis 9 Dreiviertel nach Hogwarts schickt. Harry und Ginny haben wie gesagt drei Kinder, James, Albus und Lily. Unmittelbar nach ihrem Abschluss von Hogwarts wurde Ginny jedoch Berichten zufolge tatsächlich eine professionelle Quidditch-Spielerin und spielte für die Holyhead Harpies. In den Jahren nach der Harry Potter-Reihe lieferte Rowling weitere Hinweise auf Ginnys späteres Leben. Nachdem sie sich zurückgezogen hatte, um Mutter zu werden, arbeitete Ginny für den Tagespropheten und wurde dessen offizielle Quidditch-Korrespondentin. Diese Position entwickelte sich weiter und sie wurde schließlich Sportredakteurin der Zeitung. Newt Scamander. Natürlich sehen wir Newt Scamanders Gesicht nicht in den Harry Potter Filmen, aber das bedeutet nicht, dass er aus dem Harry Potter Universum verschwunden ist. Newt ist ein berühmter Magizologe und der Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ein an der Hogwarts-Schule zugelassenes Buch. Wie dem auch sei, entgegen der Behauptungen einiger Quellen war Newt sehr wohl nach dem Ende der Buch- und Filmzeitlinie der Heiligtümer des Todes noch am Leben. Zu der Zeit, als die 1990er Jahre anbrachen, war Newt im Pseudoruhestand und lebte in Dorset mit Tina. Ich sage Pseudoruhestand, weil Newt, ein Workaholic, mehrere Projekte weiterführte, darunter die Erforschung von Feuerschnecken und das Verfassen eines Buches. Newt wurde schließlich auch Urgroßvater, als sein Enkel Rolf Luna Lovegood heiratete und zwei Töchter bekam, Lawson und Lysander. Cho Chang. Cho Chang war eine im Jahr 1978 geborene Halbbluthexe und besuchte von 1990 bis 1997 Hogwarts, wo sie dem Haus Ravenclaw zugeordnet wurde. Cho galt als höflich und äußerst beliebt und es war einfach, mit ihr auszukommen. Ihre Beziehungen zu verschiedenen männlichen Figuren der Saga sind bekannt, darunter Cedric Diggory und sogar Harry Potter selbst. Nach dem Tod von Cedric war Cho nie mehr ganz dieselbe und es stellte sich heraus, dass sie nach ihrem Schulabschluss einen Muggel heiratete. Möglicherweise war dies ihre Art, dem Chaos der Zaubererwelt zu entkommen, besonders nach einem verheerenden Zaubererkrieg. Im Internet kursieren einige Theorien, dass Cho am Ende ausgerechnet Dudley Dursley heiratete. Aber wenn du mehr über die Situation erfahren möchtest, dann schau gerne das Video an, was ich dazu gemacht habe. Andromeda Tonks. Andromeda Tonks, geboren Andromeda Black aus dem Hause Black, war eine englische Hexe, die den muggelstämmigen Ted Tonks heiratete. Gemeinsam hatten sie eine Tochter namens Nymphedora, die als angesehene Aurorin und Mitglied des Orden des Phönix bekannt ist. Obwohl Andromeda Mitglied des Hauses Black war, zeigte sie keine bösen Neigungen. Es überrascht daher nicht, dass sie von ihrer Familie, einer Gruppe von Reinblütern, verstoßen wurde, nachdem sie einen Muggelgeborenen heiratete. Andromeda war ein beispielhaftes Slytherin-Mitglied, das weder böse war, noch je böse wurde.
Tragischerweise verloren viele Familienmitglieder von Andromeda während der Ereignisse in den Heiligtümern des Todes ihr Leben, darunter ihr Ehemann Ted und ihre Tochter Nymphedora. Nachdem Nymphedora einen Sohn namens Teddy mit ihrem Mann Remus Lupin hinterlassen hatte, blieb Andromeda allein zurück, um sich um ihn zu kümmern. Die maulende Myrte. Myrte Warren, auch bekannt als maulende Myrte, war eine muggelstämmige Hexe, die entweder 1928 oder 1929 geboren wurde. Myrte besuchte Hogwarts von 1940 bis 1943, während einiger der gleichen Jahre wie Voldemort, und wurde schließlich 1943 von einem Basilisken aus Slytherin auf Befehl von Tom Riddle hin getötet. Nach diesem Vorfall wurde sie zu einem Geist, der in der Mädchentoilette im zweiten Stock spukte. Obwohl sie, naja, tot war, wurde Myrte zu einer recht prominenten Figur in der Harry Potter-Reihe, bekannt für ihre eigenartigen Interaktionen mit Harry. Das letzte Mal, dass Harry Myrte sah, war jedoch, als sie von Severus Snape aufgefordert wurde, das Badezimmer zu verlassen. Die maulende Myrte. Myrte Warren, auch bekannt als maulende Myrte, war eine muggelstämmige Hexe, die entweder 1928 oder 1929 geboren wurde. Myrte besuchte Hogwarts von 1940 bis 1943, während einiger der gleichen Jahre wie Voldemort, und wurde schließlich 1943 von einem Basilisken aus Slytherin auf Befehl von Tom Riddle hin getötet. Nach diesem Vorfall wurde sie zu einem Geist, der in der Mädchentoilette im zweiten Stock spukte. Obwohl sie, naja, tot war, wurde Myrte zu einer recht prominenten Figur in der Harry Potter-Reihe, bekannt für ihre eigenartigen Interaktionen mit Harry. Das letzte Mal, dass Harry Myrte sah, war jedoch, als sie von Severus Snape aufgefordert wurde, das Badezimmer zu verlassen. Obwohl es im Harry Potter-Kanon keine Hinweise darauf gibt, was mit Myrte nach diesem Vorfall geschehen ist, ist es doch erwähnenswert, dass sie im verwunschenen Kind auftaucht, wo sie immer noch im Badezimmer ihr Unwesen treibt. Xenophilius Lovegood. Xenophilius war der Ehemann der verstorbenen Pandora Lovegood und der Vater von Fanliebling Luna Lovegood. Zusätzlich dazu war er der Erfinder des Magazins Der Kletterer. Während des Zweiten Zaubererkrieges wurde Luna von den Todessern gefangen genommen, was einen verzweifelten Xenophilius dazu veranlasste, die Todesser während eines Besuches von Harry Potter zu warnen, in der Hoffnung, dass die Todesser Luna freilassen würden. Nachdem Harry, Ron und Hermine aus seinem Haus geflohen waren, wurde Xenophilius prompt verhaftet und nach Azkaban geschickt. Er wurde schließlich nach Voldemorts Niederlage am 2. Mai 1998 freigelassen. Es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Xenophilius danach geschah, aber es ist wahrscheinlich, dass er weiterhin an seinem Klitterer arbeitete und sich gelegentlich um seine Enkel kümmerte. Katie Bell. Katie Bell war eine britische Halbbluthexe, die im Jahr 1979 geboren wurde. Sie gehörte dem Haus Gryffindor an und repräsentierte das Haus als Jägerin auf dem Quidditch-Feld. Ein Jahr älter als Harry wurde ihr Name gelegentlich in der Saga erwähnt. Ihr Charakter trat jedoch erst im Halbblutprinzen in den Vordergrund, als Katie während eines Ausflugs nach Hogsmeade brutal angegriffen wurde, jedoch nicht klar war, wer den Fluch auf sie angewandt hatte. Da Katie 6 Monate zur Erholung benötigte, kehrte sie 1997 nach Hogwarts zurück, um ihr 7. Schuljahr zu wiederholen. Katie kämpfte tapfer in der Schlacht von Hogwarts und wurde nach dem Kampf neben Cho, Padma und Liane sitzend gesehen. Nach der Schlacht ist allerdings nicht bekannt, was mit Katie geschehen ist. Viktor Krumm, ein bulgarischer Zauberer, wurde 1976 geboren und ist vielleicht am besten dafür bekannt, dass er im Trimagischen Turnier gegen Harry, Fleur und Cedric antrat, als Vertreter seiner Schule Durmstrang. Krumm zeichnete sich als begabter Quidditch-Spieler aus und wurde bereits im zarten Alter von 18 Jahren zum Sucher der bulgarischen Quidditch-Nationalmannschaft. Im Jahr 1994 spielte er sogar im Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft, obwohl er zu dieser Zeit noch ein Schüler war. Krumm setzte seine Quidditch-Karriere viele Jahre fort, bis er sich nach der Niederlage der bulgarischen Mannschaft im Finale der Weltmeisterschaft 2002 vorübergehend zurückzog. Die Pause währte jedoch nicht lange, denn Krumm kehrte aus dem Ruhestand zurück und nahm an der Weltmeisterschaft 2014 teil. In diesem Jahr gewann die bulgarische Mannschaft die Weltmeisterschaft, indem sie Brasilien im Finale besiegte. Krumm ging als wahre Quidditch-Legende in den wohlverdienten Ruhestand ein. Winky. Winky war eine beliebte Figur unter den Fans, die aber nicht in den Filmen vorkam. Sie war ein weiblicher Hauself, der viele Jahre lang der Familie Crouch gedient hatte und später in Hogwarts arbeitete und lebte.
In einem bestimmten Abschnitt ihres Lebens fiel Winky in eine Depression, nachdem sie das Gefühl hatte, dass sie Barty Crouch Jr. nicht angemessen gedient hatte, und das führte dann zu einem Alkoholproblem. Ihre Abhängigkeit von Butterbier stellte viele Jahre lang ein Problem dar. Unter der Führung von Creature half Winky schließlich im Kampf gegen die Todesser während der Schlacht von Hogwarts an der Seite anderer Hauselfen. Nach dem Ende des Krieges setzte Winky ihre Arbeit in Hogwarts fort und überwand glücklicherweise ihre Sucht nach Butterbier. Poppy Pomfrey. Poppy Pomfrey, auch als Madame Pomfrey bekannt, war die Krankenschwester von Hogwarts, verantwortlich für die medizinische Versorgung der Schüler und des Personals der Schule. Wie sich herausstellte, war Pomfrey jedoch nicht nur für die Heilung von Verletzungen zuständig, sondern kämpfte auch tapfer an der Seite ihrer Schüler und Mitarbeiter in der Schlacht von Hogwarts, wobei sie mindestens einen Todesser selbst bekämpfte. Nach der Schlacht kehrte Madame Pomfrey wahrscheinlich zu ihrer regulären Position zurück und kümmerte sich um die verschiedenen medizinischen Belange. Mundungus Fletcher. Mundungus Fletcher war ein Halbblutzauberer mit einer umfangreichen Geschichte krimineller Aktivitäten. Es gibt nicht viele positive Wege, Mundungus als Person zu beschreiben, denn im Laufe der Geschichte schien er immer wieder in Schwierigkeiten zu geraten und die Leute zu verärgern. Mundungus ist sogar mitverantwortlich für den Tod von Moody, da er ihn während der Schlacht der Sieben Potters im Stich ließ. Zusätzlich plünderte er schamlos den Grimmauld Place 12 und verkaufte alle Wertgegenstände, die dort lagen. Nachdem er von Harry damit konfrontiert wurde, verschwand Mundungus und tauchte unter. Das heißt natürlich, bis er in Azkaban inhaftiert wurde, weil er sich als Inferius ausgegeben hatte. Es ist unwahrscheinlich, dass Mundungus an der Schlacht von Hogwarts beteiligt war, und es ist wahrscheinlich, dass er einfach zu seinem Leben als fragwürdiger und nicht autorisierter Händler von magischen Artefakten zurückgekehrt ist. Rolanda Hooch. Madame Hooch ist eine britische Hexe, von der angenommen wird, dass sie vor dem Jahr 1918 geboren wurde. Es gibt nicht sehr viele Informationen über sie und sie kommt in den Büchern oder den Filmen nicht sehr oft vor. Dennoch ist sie sehr wichtig, da sie den Schülern das Grundwissen über fliegende Besen beigebracht hat. Nicht nur das, Madame Hooch ist auch Quidditch-Schiedsrichterin, eine Luftsportart, ihre ganze Welt dreht sich ums Fliegen. Deshalb sollte es auch nicht überraschen, dass Madame Hooch nach dem Krieg einfach auf ihrem Posten in Hogwarts zurückkehrte, wo sie noch viele Jahre lang das Fliegen unterrichtete und als Schiedsrichterin für Quidditch tätig war. Elphias Dodge. Elphias Dodge ist ein britischer, reinblütiger Zauberer, der entweder 1880 oder 81 geboren wurde. Bemerkenswert ist, dass Dodge ein enger Freund von Dumbledore war und ihre Freundschaft entwickelte sich bereits während ihrer Schulzeit. Während seiner Zeit in Hogwarts erkrankte Dodge an den Drachenpocken, was dazu führte, dass ihn alle mieden, außer natürlich Dumbledore. Elphias war ein aktives Mitglied des Orden des Phönix in beiden Kriegen und Jurist im Zaubereiministerium. Rita Kimcorn bezeichnete Dodge oft als dumm, was aber wahrscheinlich nur an seiner mangelnden Kooperation bei der Abfassung von Rita Kimcorns Buch Das Leben und die Lügen von Dumbledore lag. In der Tat war Dodge ein Sonderberater des Zaubereiministers, das genaue Gegenteil von dumm, und verbrachte den Rest seiner Tage im Dienst des britischen Zaubereiministeriums. Creature. Creature war ein männlicher Hauself, der in einem unbekannten Jahr geboren wurde und die meiste Zeit seines Lebens loyal dem Hause der Blacks diente, das heißt, bis er nach dem Tod von Sirius mit Harry Potter in Kontakt kam. Zuvor war Creature dafür bekannt, dass er Sirius' Bruder Regulus gegenüber äußerst loyal war, zu dem er eine besondere Bindung hatte. Nach dem Tod von Regulus war Creature ein wenig verloren und konnte nie lernen, seinen neuen Herrn Sirius angemessen zu respektieren. Doch Creature entwickelte schließlich Respekt für Harry, der ihn sehr gut behandelte. Während der Schlacht von Hogwarts führte Creature die Hauselfen in den Kampf gegen Lord Voldemort und seine Gefolgsleute. Creature überlebte die Schlacht und trat von da an in den Vollzeitdienst der Familie Potter ein. Im Jahr 2017 enthüllte J.K. Rowling, dass Creature schließlich im zarten Alter von 666 Jahren verstarb. Wo er zu dieser Zeit war, weiß niemand. Neville Longbottom. Nach der Schlacht von Hogwarts verschwendete Neville keine Zeit und schlug eine Karriere als Auror ein. Obwohl er ein talentierter Auror war, stellte sich später heraus, dass diese Tätigkeit nicht seine wahre Leidenschaft war. Als ihm die damalige Schulleiterin Minerva McGonagall eine Position in Hogwarts anbot, nahm er sie direkt an. Während seiner Schulzeit hatte Neville eine besondere Leidenschaft für Kräuterkunde. Im Zuge seiner neuen Position arbeitete er unter der Leitung der Fachbereichsleiterin für Kräuterkunde, Pomona Sprout. Neville heiratete später seine ehemalige Mitschülerin Hannah Abbott, eine Hufflepuff-Schülerin und früheres Mitglied von Dumbledores Armee.
Da Hannah als Wirtin im tropfenden Kessel arbeitete, war es nur natürlich, dass Neville und Hannah im obersten Stockwerk des Gebäudes wohnten und viele Jahre dort verbrachten. John Dawlish. John Dawlish ist ein britischer Reinblutzauberer und Mitarbeiter des Zaubereiministeriums, der Institution als Auror diente. Während des Großteils seiner Karriere arbeitete Dawlish direkt unter Cornelius Fudge und begleitete ihn bei verschiedenen Aufträgen. Später war Dawlish auch für die Minister Rufus Scrimgeour und Pius Thicknesse tätig. Gegen Ende des Zweiten Zaubererkrieges scheiterte Dawlish bei einer Reihe von Aufträgen, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er wiederholt überlegenen Gegnern gegenüberstand. Es gibt nicht viele Informationen darüber, was mit ihm nach dem Krieg geschah. Wir wissen jedoch, dass er überlebt hat und dass er noch einige Zeit nicht ganz richtig im Kopf wirkte. Es ist unwahrscheinlich, dass Dawlish als Sympathisant von Voldemort angeklagt wurde, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er aufgrund seiner Hirnschäden irgendwann in St. Mungus landete. Blaise Sabini. Blaise Sabini war ein reinblütiger Zauberer, der ungefähr zur gleichen Zeit wie Harry Potter die Hogwarts-Schule besuchte. Er gehörte dem Haus Slytherin an und hatte gute Beziehungen zu Draco Malfoy und dessen Gefolge. Blaise war ein zurückhaltender Junge, der sich meistens für sich behielt. Jedoch gelegentlich durch extreme Vorurteile gegenüber Muggeln, Muggelgeborenen und Blutsverrätern auffiel. Niemand weiß genau, was nach dem Krieg mit Blaise geschah, aber es ist bekannt, dass er höchstwahrscheinlich überlebte, da die meisten Slytherin-Schüler die Schlacht überstanden haben. Angesichts seiner geschickten Fähigkeiten in der Herstellung von Zaubertränken und seinem Abschluss in diesem Fach ist es durchaus möglich, dass er eine Karriere im Bereich der Zaubertränke einschlug. Mrs. Fig. Mrs. Fig war eine Squib, die in der Nähe von Harry Potters Elternhaus wohnte, dem Wohnsitz der Dursleys. Da sie in der gleichen Straße wie Harry lebte, passte sie oft auf ihn auf und half gleichzeitig für Albus Dumbledore oft ein Auge auf ihn zu haben. Obwohl Mrs. Fig alles tat, um dem Orden und den Guten zu helfen, ist es aufgrund ihres Squib-Status unwahrscheinlich, dass sie an der Schlacht von Hogwarts teilgenommen hat. Es wäre dort nicht sicher für sie gewesen. Angesichts ihrer Vorliebe für pelzige Katzengefährten kann man sich gut vorstellen, dass es Mrs. Fig für den Rest ihres Lebens mit Katzen zu tun hatte und mit der Zucht und dem Handel von Katzentextilien ihr Geld verdient hat. Ernie Macmillan. Ernie Macmillan war ein reinblütiger Zauberer, der zur gleichen Zeit wie Harry Potter die Hogwarts-Schule besuchte. Ernie war derjenige, der während der Öffnung der Kammer des Schreckens den Verdacht äußerte, dass Harry Potter der Erbe von Slytherin sein könnte, zumindest bis Hermine versteinert wurde und Ernie seine Meinung änderte. Später entschuldigte er sich bei Harry. Ernie überlebte die Schlacht von Hogwarts, aber es gibt nicht viele Informationen über sein Leben nach der Schule. Es ist vorstellbar, dass er in Kontakt mit seinen guten Freunden Hannah Abbott und Justin Finch blieb, was ihn auch in Nevilles sozialen Kreisen unterbringen würde, da Hannah und Neville verheiratet waren. Krummbein. Krummbein war Hermines Kater, den sie 1993 von der Zaubertierhandlung kaufte. Krummbein war ein besonders intelligenter Kater, der half, Peter Pettigrew als Krätze zu entlarven. Obwohl Krummbein sehr niedlich und hochintelligent war, ist es unwahrscheinlich, dass er bei Hermine blieb, während sie Hogwarts verließ. Stattdessen verbrachte er die Zeit im Haus der Weasleys, dem Fuchsbau, und wartete, bis sich alles beruhigt hatte. Später wurde er wieder mit Hermine vereint. Bedenkt man, dass Krummbein nur ein Kater aus einem Zauberwesenladen war, der offensichtlich von niemandem gewollt wurde, hat er einen erheblichen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Angelina Johnson. Angelina Johnson wurde 1977 geboren und spielte eine recht aktive Rolle in der Zaubererwelt. Sie wurde Mitglied in Dumbledores Armee und war in ihrem siebten Jahr, das auch Harrys fünftes Jahr war, Kapitänin des Gryffindor Quidditch-Teams. Wie bereits früher im Text erwähnt, heiratete Angelina später George Weasley, mit dem sie Kinder hatte. Das Kuriose daran ist, dass Angelina zuvor mit Fred zusammen war, aber was soll man da machen, sie steht wohl auf Zwillinge. Um die Sache noch ein wenig merkwürdiger zu gestalten, benannte sie eines ihrer Kinder nach Fred, Fred den Zweiten, und ihre Tochter erhielt den Namen Roxanne. Markus Flint. Markus Flint war ein reinblütiger Zauberer, der im Jahr 1976 geboren wurde und dessen Familienname auf der Liste der unantastbaren 28 stand, einer Liste von 28 reinblütigen Zaubererfamilien. Niemand weiß genau, was aus Markus Flint wurde, aber angesichts seiner Neigung zum Spott und seiner Unfähigkeit, nett zu sein, bezweifle ich, dass er weit gekommen ist. Es besteht immer die Möglichkeit, dass er ein professioneller Quidditch-Spieler wurde, aber persönlich glaube ich nicht, dass irgendein Team ihn gerne aufgenommen hätte. Fang. Fang ist ein liebenswerter, aber schüchterner Hund, den wir als einen von Hagrids engsten Gefährten in der Harry-Potter-Reihe kennen.
Er folgt Hagrid oft und ist für seine Loyalität und sein sanftes Temperament bekannt. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist unklar, was mit Fang eigentlich geschehen ist. Es ist jedoch ziemlich wahrscheinlich, dass er einfach weiterhin in Hogwarts lebt und seine Tage mit Hagrid verbringt. An Hagrids Seite wird Fang wahrscheinlich den Rest seiner Tage damit verbracht haben, den verbotenen Wald zu erkunden und in Hagrids Hütte zu schlafen. Millicent Bulstrode. Es ist wahrscheinlich, dass Millicent während der Schlacht von Hogwarts eher aus dem Schloss floh, anstatt sich für einen Kampf gegen Voldemort und die Todesser zu entscheiden. Angesichts der Tatsache, dass Millicent keine besonders positiven Eigenschaften zeigte und auch nicht besonders intelligent war, ist es schwer vorstellbar, dass sie es zu etwas Großem gebracht hat. Es ist anzunehmen, dass sie vielleicht mit einem weniger anspruchsvollen Job im Zaubereiministerium endete. Mafalda Hopfkirsch. Mafalda Hopfkirsch war eine britische Hexe und Assistentin in der Abteilung für den Missbrauch von Zauberei im Zaubereiministerium. Sie schickte Harry in zwei Gelegenheiten Briefe, einmal in der Kammer des Schreckens und einmal im Orden des Phönix. In diesen Briefen informierte sie ihn über seinen unzulässigen Gebrauch von Magie außerhalb der Schule. Irma Pins. Irma ist die strenge Bibliothekarin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Es ist durchaus möglich, dass Irma auch nach den Ereignissen des letzten Buches weiterhin als Bibliothekarin der Schule tätig war und sicherstellte, dass die Schüler Zugang zu dem Wissen hatten, das sie für den Erfolg in ihren Studien benötigten. Es ist wahrscheinlich, dass Irma bis zu ihrer Pensionierung inmitten der Bücher arbeitete, die sie so sehr liebte. Ludo Barkmann. Ludo ist ein ehemaliger professioneller Quidditch-Spieler und der Leiter der Abteilung für magische Spiele und Sport. Nach den letzten Ereignissen des Buches ist Ludo wahrscheinlich abgetaucht, um einer Bestrafung für seine Beteiligung am illegalen Glücksspiel zu entgehen. Es ist möglich, dass er schließlich gefasst und vor Gericht gestellt wurde oder dass er weiterhin auf der Flucht lebte und ständig über seine Schulter blickte. Justin Flinch Fletchley. Justin ist ein ehemaliger muggelstämmiger Schüler in Hogwarts, der in Hufflepuff einsortiert wurde. Nach den Ereignissen des letzten Buches kehrte Justin wahrscheinlich zu seiner Familie zurück und setzte sein Studium in Hogwarts fort. Es ist möglich, dass er später eine erfolgreiche Karriere in der Zaubererwelt hatte, indem er seine Intelligenz und Entschlossenheit nutzte, um etwas zu bewirken. Amos Diggory. Amos ist der Vater von Cedric Diggory, dem Hogwarts-Schüler, der während des trimagischen Turniers von Lord Voldemort bzw. von Peter Pettigrew, um genauer zu sein, getötet wurde. Nach den Ereignissen des letzten Buches hatte Amos wahrscheinlich Mühe, mit dem Verlust seines Sohnes fertig zu werden und fand schließlich mit Hilfe seiner Familie und Freunde Frieden. Es ist möglich, dass er ein Fürsprecher für diejenigen wurde, die im Krieg einen geliebten Menschen verloren hatten und sich dafür einsetzte, dass ihre Opfer nie vergessen wurden. Peeves. Peeves ist ein Poltergeist, der in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei Unheil und Chaos anrichtet. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist unklar, was mit Peeves genau passiert ist. Es ist jedoch möglich, dass er weiterhin in Hogwarts für Unruhe sorgt und sich an dem Chaos und der Verwirrung, die er stiften konnte, erfreute. Vielleicht ist er aber auch einfach verschwunden, damit zufrieden, dass die Welt ohne ihn weitergeht. Das ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Dennis Creevy. Dennis ist der jüngere Bruder von Colin Creevy, einem Hogwarts-Schüler, der während der Schlacht von Hogwarts getötet wurde. Nach den Ereignissen des letzten Buches kehrte Dennis wahrscheinlich nach Hogwarts zurück, um sein Studium abzuschließen und entschied sich möglicherweise dafür, sich wie sein Bruder der Fotografie zu widmen. Daphne Greengrass. Daphne ist eine Slytherin-Schülerin in Hogwarts und bekannt für ihre Schönheit und Gelassenheit. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist unklar, was mit Daphne geschehen ist. Ihre Schwester hingegen heiratete schließlich Draco Malfoy. Es ist möglich, dass sie eine erfolgreiche Karriere in der Welt der Zauberer gemacht hat und ihre Intelligenz und Gerissenheit genutzt hat, um voranzukommen. Susan Bones. Susan ist eine Hufflepuff-Schülerin in Hogwarts und war Mitglied von Dumbledores Armee. Nach den Ereignissen des letzten Buches kehrte Susan wahrscheinlich nach Hogwarts zurück, um ihr Studium abzuschließen, und wurde ein angesehenes Mitglied der Zauberergemeinschaft. Es ist möglich, dass sie Aurorin oder eine andere Art von Gesetzeshüterin wurde und ihren Mut und ihren Intellekt einsetzte, um die Zaubererwelt zu schützen. Lee Jordan. Lee ist ein ehemaliges Gryffindor-Schülermitglied in Hogwarts, der als Kommentator für den Zauberer-Radiosender Potterwatch tätig war.
Nach den Ereignissen des letzten Buches setzte Lee wahrscheinlich seine Karriere als Radiokommentator fort und blieb ein enger Freund von Harry. Es ist möglich, dass er Journalist oder eine andere Medienpersönlichkeit wurde und seinen Witz und Charme dazu nutzte, die Zaubererwelt zu unterhalten und zu informieren. Stan Shunpike. Stan ist ein britischer Zauberer, der als Schaffner im Nachtbus arbeitete. Später schließt er sich den Todessern an, nachdem er mit dem Imperiusfluch belegt wurde. Nach den Ereignissen des letzten Buches entging Stan wahrscheinlich der Bestrafung für seine Beteiligung an den Todessern und tauchte unter. Es ist möglich, dass er irgendwann wieder auftauchte und versuchte, seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, oder er lebte weiterhin ein Leben der Geheimhaltung in Isolation. Penelope Clearwater. Penelope ist eine ehemalige Ravenclaw-Schülerin in Hogwarts, die eine Liebesbeziehung mit Percy Weasley hatte. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist unklar, was aus Penelope geworden ist, aber was wir wissen ist, dass sie nicht mit Percy zusammengekommen ist. Alicia Spinett. Alicia ist eine ehemalige Gryffindor-Schülerin in Hogwarts und war Mitglied der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist unklar, was mit Alicia geschehen ist. Es ist möglich, dass sie weiterhin professionell Quidditch spielte und mit ihrem Geschick und ihrer Entschlossenheit zu einer der besten Spielerinnen der Welt wurde. Teddy Lupin. Teddy ist der Sohn von Remus Lupin und Nymphedora Tonks und ein Metamorph-Magus wie seine Mutter. Nach den Ereignissen des letzten Buches zog Teddy zu seiner Großmutter, verbrachte aber auch eine beträchtliche Zeit mit seinem Patenonkel Harry Potter. Es ist möglich, dass er später ein Auro oder eine andere Art von Gesetzeshüter wurde und damit in die Fußstapfen seiner Eltern und seines Patenonkels trat. Oder er schlug eine Karriere in einem anderen Bereich ein und nutzte seine einzigartigen Fähigkeiten, um in der Welt der Zauberer erfolgreich zu sein. Crabbe und Goyle. Vincent Crabbe und Gregory Goyle sind zwei Slytherins, die für ihre bedingungslose Loyalität zu Draco Malfoy bekannt sind. Oft agieren sie als seine Handlanger. Crabbe ist ein großer und einschüchterner junger Mann mit einem kurzen Temperament, während Goyle ruhig und zurückhaltend, aber ebenso gefährlich ist. Das Schicksal dieser beiden ist jedoch etwas verwirrend, abhängig davon, ob man die Figuren aus dem Buch oder dem Film kennt. Im Buch stirbt Crabbe, während Goyle überlebt, während im Film Goyle stirbt. Augusta Longbottom. Augusta ist die Großmutter von Neville Longbottom und eine engagierte Anhängerin des Orden des Phönix. Nach den Ereignissen des letzten Buches unterstützte Augusta wahrscheinlich weiterhin die Zauberergemeinschaft und half denjenigen, die vom Krieg betroffen waren. Es ist möglich, dass sie eine Mentorin für andere junge Hexen und Zauberer wurde und ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die nächste Generation weitergab. Marietta Edgecombe. Marietta ist eine ehemalige Schülerin von Hogwarts, die Dumbledores Armee gegenüber Umbridge verraten hat. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist nicht bekannt, was mit ihr geschehen ist. Möglicherweise hat sie ihre Meinung geändert und versucht, ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Aber wer weiß das schon? Albert Runcorn. Albert ist ein Angestellter des Zaubereiministeriums, der von Harry Potter mit Hilfe des Vielsafttrankes getäuscht wurde. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist etwas unklar, was mit Albert geschehen ist. Es ist möglich, dass er seinen Namen reinwaschen konnte und weiterhin im Ministerium arbeitet, oder dass er wegen seiner Beteiligung an den Todessern entlassen wurde. Reginald Cattermole. Reginald ist ein Angestellter des Zaubereiministeriums, für den sich Ron Weasley mit Hilfe des Vielsafttrankes ausgegeben hat. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist ebenfalls unklar, was mit Reginald passiert ist. Es ist möglich, dass er seinen Namen ebenfalls reinwaschen konnte und weiterhin im Ministerium arbeitet, oder dass er wegen seiner Verwicklung mit den Todessern ebenfalls entlassen wurde. Zachariah Smith. Zachariah ist ein ehemaliger Schüler von Hogwarts und auch Mitglied von Dumbledores Armee. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist auch unklar, was mit ihm geschehen ist. Es ist möglich, dass er eine erfolgreiche Karriere in der Zaubererwelt gemacht hat und seine Intelligenz und Entschlossenheit genutzt hat, um etwas zu bewirken. Seidenschnabel. Seidenschnabel ist ein Hypogreif, den Harry Potter im dritten Buch gerettet hat. Nach den Ereignissen des letzten Buches lebte Seidenschnabel wahrscheinlich weiterhin in Hogwarts und wurde von Hagrid gepflegt. Fox. Fox ist der geliebte Phönix von Albus Dumbledore und eine mächtige magische Kreatur. Nach Dumbledores Tod verließ Fox Hogwarts für immer. Pius Thicknesse. Pius war ein hochrangiger Beamter des Zaubereiministeriums, der von Lord Voldemort mit dem Imperiusfluch belegt wurde.
Nach den Ereignissen des letzten Buches wurde Pius wahrscheinlich wegen seiner Zusammenarbeit mit den Todessern vor Gericht gestellt. Es ist möglich, dass er seinen Namen reinwaschen konnte, indem er bewies, dass er unter dem Imperiusfluch stand oder dass er für seine Verbrechen bestraft wurde. Antonin Dolohov. Antonin ist ein Todesser, der während des Zweiten Zaubererkrieges auf der Seite von Lord Voldemort kämpfte. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist es wahrscheinlich, dass Antonin gefangen genommen und für seine Verbrechen vor Gericht gestellt wurde. Es ist möglich, dass er zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt wurde oder dass ihm der Kuss des Dementors verabreicht und seine Seele ausgesaugt wurde. Es ist auch möglich, dass er von Phileas Flitwick getötet wurde. Walden McNair. Walden ist ein Angestellter des Zaubereiministeriums, der sich auf das Einfangen und Kontrolle magischer Kreaturen spezialisiert hat. Nach den Ereignissen des letzten Buches ist etwas unklar, was mit Walden geschehen ist. Es ist möglich, dass er seinen Namen ebenfalls reinwaschen konnte und weiterhin im Zaubereiministerium arbeitet, oder dass er wegen seiner Zusammenarbeit mit den Todessern entlassen wurde. Letzteres scheint wahrscheinlicher zu sein. Thorfinn Rowell. Thorfinn ist ein Todesser, der im Zweiten Zaubererkrieg auf der Seite von Lord Voldemort gekämpft hat. Nach den Ereignissen des letzten Buches wurde Thorfinn wahrscheinlich gefangen genommen und für seine Verbrechen vor Gericht gestellt. Es ist möglich, dass er zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt wurde oder den Kuss des Dementors erhielt. Corbin Yaxley. Corbin ist ein hochrangiger Todesser, der während der Zeit der magischen Strafverfolgung die Leitung der Abteilung für magische Strafverfolgung innehatte, während Lord Voldemorts Herrschaft. Nach den Ereignissen des letzten Buches wurde Corbin wahrscheinlich gefangen genommen und ebenfalls für seine Verbrechen vor Gericht gestellt. Es besteht die Möglichkeit, dass er der Bestrafung entging, indem er behauptete, unter dem Imperiusfluch gestanden zu haben, oder dass er für seine Taten zur Verantwortung gezogen und angemessen bestraft wurde. Snape. Severus Snape war ein ehemaliger Todesser in Hogwarts und ein Mitglied des Ordens des Phönix, der sein Leben opferte, um Lord Voldemort zu besiegen. Nach den Ereignissen des letzten Buches wurde Snape als Held verehrt, der unermüdlich daran arbeitete, diejenigen zu schützen und zu retten, die ihm wichtig waren. Sein Vermächtnis inspirierte möglicherweise andere dazu, für das Richtige zu kämpfen, selbst angesichts überwältigender Herausforderungen. Amicus Carrow. Amicus war ein Todesser, der schließlich Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts wurde. Doch nach der letzten Schlacht dort, als Voldemort von Harry Potter getötet wurde, bleibt die Frage, wo ist Carrow gelandet? Gängige Annahmen deuten auf Azkaban hin. Ähnlich wie die Todesser aus dem ersten Zaubererkrieg wurden dunkle Zauberer aus diesem Konflikt in dieses Zauberergefängnis zurückgeschickt, um lebenslange Haftstrafen zu verbüßen. Alecto Carrow. Alecto Carrow war Amicus' Schwester und sie teilte ein ähnliches Schicksal. Genau wie ihr Bruder war Alecto eine der wichtigsten Todesserinnen während Voldemorts Feldzügen im Zweiten Zaubererkrieg. Während der Dunkle Lord die legalen Befugnisse des Zaubereiministeriums langsam aushöhlte, führte Alecto Missionen durch, um den Rest der britischen Zaubererwelt zu verängstigen und davon abzuhalten, zurückzuschlagen. Schließlich verdiente sie sich eine Professur in Hogwarts unter der Leitung des neuen Schulleiters Severus Snape. Doch nach einer turbulenten Karriere endete Alectos Amtszeit mit der Schlacht von Hogwarts. Augustus Rookwood. Augustus Rookwood war einer der gefährlichsten Verbündeten von Lord Voldemort und zählt zu seinen ältesten Anhängern während des Zweiten Zaubererkrieges. Rookwood hatte eine einzigartige Rolle im Gefüge der Todesser. Er fungierte als Maulwurf im Zaubereiministerium. Um erfolgreich gegen seine Zaubererkollegen vorgehen zu können, gewann er viele einflussreiche Mitarbeiter des Ministeriums für Voldemorts Sache. Augustus wurde in der Schlacht von Hogwarts überwältigt und wie bei den Carrow-Geschwistern endet seine Geschichte dort. Die meisten gehen davon aus, dass er entweder starb oder rasch nach Azkaban gebracht wurde. Und zu guter Letzt Fenrir Greyback. Fenrir Greyback mag wie ein gewöhnlicher Todesser aussehen, aber das war er nicht. Er arbeitete eng mit Voldemort und seinen dunklen Zauberern zusammen, gehörte jedoch nicht offiziell zur Gefolgschaft bzw. zu den Todessern. Stattdessen verbündete sich der Werwolf mit Voldemort, weil sie ein gemeinsames Ziel verfolgten, den Umsturz der bestehenden Machtstruktur in der Zaubererwelt. Aber all das kam während der Schlacht von Hogwarts zum Stillstand. Dort besiegten Ron Weasley und Neville Longbottom Fenrir Greyback. Danach wurde der Werwolf wahrscheinlich mit magischen Ketten gefesselt und in eine Zelle in Azkaban gebracht, es sei denn, er wurde im Kampf getötet. Und das war's mit diesem Video.
Ich hoffe, es hat euch ein wenig mehr Einblicke in das Leben dieser Figuren nach den Büchern gegeben. Falls ich jemanden übersehen oder etwas falsch verstanden haben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne ein Like und lass ein Abo für den Kanal da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.